herzlich willkommen zu einer kleinen Kurzkritik zu The Strain. Ich bin Jonas von All About The E und ich habe in den letzten 2 Wochen mir mal The Strain angesehen. Eine Serie, in der es darum geht, dass ein Virus ausbricht, ein Vampir-Virus, der Leute in Vampire verwandelt und so weiter, wie das halt so ist. Und ich wollte mal meine Meinung zu der Serie sagen, da ich sie ja jetzt, wie gesagt, gesehen habe, und ich wollte mal sagen, wie ich die Serie empfunden habe oder was gut war, was schlecht war, solltet ihr euch sie ansehen. Und ich bin ja immer ein Freund davon, von solchen Serien so meine Eindrücke zu sagen, damit ihr dann sie gucken könnt oder nicht gucken könnt. Ihr könnt danach in die Kommentare schreiben, welche Serie ich noch kurz kritisieren soll, denn zu Sachen wie Breaking Bad und Sons of Anarchy will ich aber eine große Review machen, also schon eine, die richtig große, so eine Red Hat Review eventuell. Aber wenn ihr sagt, ey, mach doch mal die Serie, guck dir da mal die ersten 2 Staffeln an und mach mal eine Kurzkritik dazu und so weiter und so weiter. Also, oder zur ersten Staffel von Flash will ich demnächst eine Kurzkritik machen. Aber erstmal zu The Strain. The Strain, ja. Es hat mir, wie gesagt, es war eine Serie, die ich nicht bereue, gesehen zu haben. So würde ich es beschreiben. Also ich habe jetzt die ersten 1,5 Staffeln gesehen und es gibt 10, die sind sehr gut. Es gibt 10, die sind mittelmäßig und es gibt 10, die sind sehr schlecht. Und so zieht es sich eigentlich mit jedem, mit jeder Sache da durch. Die Story ist zum Teil sehr gut, zum Teil ist sie mittelmäßig und zum Teil sehr schlecht. Und ich denke, es überwiegt in manchen Teilen das Schlechte und in manchen Teilen das Gute. Bei Charakteren, würde ich sagen, gibt es mehr gute als schlechte Charaktere, denn mir gefallen eigentlich ziemlich alle Charaktere bis auf 2. Das ist zum einen der Sohn des Hauptcharakters. Der Hauptcharakter ist bei der CDC, also der Seuchenschutzbehörde, und deswegen kommt da, gerät er da halt rein. Und seine Frau ist sehr nervig. Und seine Ex-Frau, weil er mit ihr getrennt lebt und sie hat einen neuen Freund. Und sein Sohn. Sein Sohn ist der schlimmste Charakter. Also er ist fürchterlich geschrieben, er ist fürchterlich geschauspielert. Ich kann den, also eigentlich habe ich immer gehofft, dass er von einem Vampir gefressen wird. Nicht nur infiziert, sondern gefressen wird. Und ja, ich fand es auf jeden Fall total merkwürdig, wie der geschauspielert war. Weil er total unnatürlich geschauspielert war und auch geschrieben war. Es gibt die eine Szene, wo der Freund, der neue Freund der Ex-Frau, geköpft wird. Und der Sohn zeigt einfach null Reaktion. Und 10 Minuten später in der Autofahrt fängt er an zu weinen. Und da zeigt er das erste Mal eine Reaktion darauf. Und ich denke, oh, der hat ja eine schnelle Reaktionszeit von 10 Minuten ungefähr. Die hätte er vor 10 Minuten zeigen müssen. Und ja, das war einfach total merkwürdig. Und der Sohn ergibt auch oft keinen Sinn. Also was er sagt, ist einfach, selbst für ein Kind kann ich das nicht durchgehen lassen, muss ich sagen. Weil es einfach, oft denkst du dir, ey, so dumm kann man nicht sein. Das würde kein normaler Mensch würde so reagieren oder so handeln, wie er handelt und so weiter. Und deswegen, an manchen Stellen finde ich das Kind schon sehr, 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 sehr schwach geschrieben. Aber es gibt auch sehr gute Charaktere. Der erste General, sag ich mal, vom Vampir, der böse Vampir, der oberste quasi, der Meister genannt wird, ist ein Deutscher, Thomas Eichhorst heißt er, glaube ich. Und war damals KZ-Offizier und hat sich dann in einen Vampir verwandelt, und das war schon ganz interessant, und das ist auch ein sehr cooler Charakter, finde ich. Der Meister ist auch ein guter Charakter, der Jude ist auch ein guter Charakter, Abraham, der war damals in dem KZ auch und ist dann zum Vampirjäger geworden, und auf jeden Fall total interessant, finde ich, und ist mit der beste Charakter. Und obwohl ich keine Flashbacks in Serien mag, mag ich schon die alten Szenen zwischen den beiden zu sehen. Also da muss ich sagen, das finde ich schon interessant, denn vorher mochte ich es eigentlich gar nicht, diese Szenen. Also ich verteufel jede Serie, wenn ich sie anfange, und dann Flashback. Aber wie gesagt, in der Serie stört es mich nicht, weil die Flashbacks wirklich gut sind, und es stört mich schon, dass die Flashbacks da sind, aber es entschädigt mich, weil sie gut sind, und von daher will ich mich da nicht beschweren. Ansonsten, ein paar Schwächen hat sie noch, die Frau, wie gesagt. Es geht schon ziemlich schlecht los mit einem blöden Klischee. Die Frau, die sagt, ey, du hast nie Zeit für deine Familie und so. Und die sitzen bei der Therapie. Und das finde ich ja immer fürchterlich.
wenn der Mann einen Beruf hat, wie Seuchenschutzbeauftragter oder, keine Ahnung, Bundeswehrsoldat, und dann sitzt die Frau da und sagt, oh, du hast nie Zeit für die Familie. Ja, sag bloß. Hätte dir das nicht vorher einfallen können, als du den geheiratet hast? Ich meine, der hat Medizin studiert. Was hast du geglaubt? Dass er 2 Stunden am Tag arbeitet und dann nach Hause kommt und sagt, naja, meine Patienten sind mir egal. Ich meine, das finde ich immer so traurig manchmal. Ich hasse dieses Klischee von der Frau, die sauer ist, dass der Mann die Zeit hat, weil er gerade die Welt retten muss. Und dass die dann nicht sagt, ja, ich habe Verständnis dafür, dass du den Leuten helfen willst. Nö, hat sie nicht. Und dieses Klischee finde ich so fürchterlich. In vielen Krimis ist das und so weiter. Kann ich gar nicht leiden und gehört auch eigentlich nicht da rein. Es ist auch nur eine Szene, es ist auch nur die erste Szene, finde ich. Ansonsten wird das eigentlich wenig angesprochen, beziehungsweise gar nicht mehr. Und von daher kann man das getrost vergessen. Ich hatte nur meine Bedenken, als es angefangen hatte. Aber die Bedenken wurden dann ausgehebelt. War vollkommen in Ordnung. Eine Szene allerdings, an die werde ich mich sehr lange erinnern. Also, welcher Schreiber darauf kommen kann, ist so fürchterlich. Im Verlauf der Serie, der ersten Staffel, kommt er dann wieder mit seiner Kollegin zusammen. Der CDC-Beauftragte mit seiner Kollegin, mit der zusammen dann auch diesen Vampirismus, sage ich mal, erforscht und so weiter. Und dann kommen sie halt zusammen und so weiter. Und dann die wirklich abstruseste Szene, glaube ich, die ich bis jetzt in einer Serie gesehen habe. Und ich habe vieles, ich habe sehr vieles gesehen. Um das mal zusammenzufassen, der neue Freund seiner Ex-Frau taucht als Vampir auf und will den Sohn fressen. Er schafft es aber, den Ex-Freund zu enthaupten und damit zu vernichten, weil so tötet man ja Vampire. Nicht nur das, danach verbrennen sie seine Leiche, packen sie ein, verbrennen seine Leiche und direkt danach, und ich mache keine Scherze, direkt nach dieser Szene schlafen die beiden miteinander auf dem Bett seiner Ex-Frau. Und ich dachte, wow, das ist mal ein Fetisch. Nach der Enthauptung des neuen Freundes auf dem Bett der Ex-Frau miteinander zu schlafen, das, wow. Wow, also ich meine, jedem, der das Skript durchliest, muss doch irgendwie erkennen, dass da was nicht zusammenpasst. So, von einer Seite, ich stelle mir das so vor, wenn da, sag ich mal, der Drehbuchautor nochmal durchblättert und dann steht da so auf der gleichen Seite, ja, sie enthaupten den Freund der Ex-Frau und sie schlafen miteinander. Moment, da stimmt doch was nicht. So, und genauso ist es eigentlich direkt danach. Wie gesagt, wer auf jeden Fall diesen Fetisch hat, dass man nach der Enthauptung des neuen Freundes der Ex-Frau miteinander schlafen muss, für den ist diese Szene absolut was. Für jeden anderen wird sich fragen, Moment. Also, ich fand es auf jeden Fall total merkwürdig, diese Szene, und wirkte völlig daneben und fand ich die fürchterlichste Szene in der ganzen Serie. Auch wenn es gibt nicht viele fürchterliche Szenen, verstehe das nicht falsch, aber die hat überhaupt nicht gepasst. Also das war einfach unpassend. Ansonsten die Charaktere, wie ich eben schon sagte, zum Teil ganz gut, nur ganz wenige schwach, der Jude, der Deutsche, der Meister und der Schädlingsbekämpfer, den es dann noch gibt. Und eine coole Sache gibt es noch, es gibt dann so eine Liga aus Vampiren, die unreinen Vampire vernichten wollen. Das heißt, sie wollen auch den Meister und so vernichten. Und das heißt, sie sind erstmal auf der Seite der Guten. Aber man kann davon ausgehen, dass es dann in der zweiten, dritten Staffel dann irgendwann anders sein wird. Aber auf jeden Fall kommen sie erstmal rein und jagen 10 Vampiren Silberbolzen durch den Kopf und du denkst, ja, yeah, das ist das, was ich sehen will. Wuhu! Und das passiert in der 4. Folge oder so, oder in der 5. Und dann sind sie 10 Folgen nicht da. Und ich meine wirklich 10 Folgen. Die tauchen dann erst wieder in der vorletzten
Folge wieder auf, ohne überhaupt mal erwähnt zu werden, oh, dass überhaupt was drüber geredet wird. Und ich denke, Alter, das war die geilste Szene in eurer Serie bis jetzt und ihr lasst es einfach 10 Folgen lang raus. Und das Beste fand ich, dass wie sie reagiert haben. Der Vampir war so, er hat erstmal einen Silberbolzen durchgejagt mit seinen Kumpels und dann geht er zu den Leuten hin und guckt, seid ihr infiziert, seid ihr infiziert? Nee, ihr könnt alle gehen, du bleibst. Schubst du weg und gleich mal einen Bolzen durch den Kopf. Und das war schon eine coole Szene. Und von denen gibt es dann später mehr in letzte Folge, wenn die dann wiederkommen oder auch Anfang der zweiten Staffel. Aber wie gesagt, fand ich ein bisschen doof, dass das so angeteased wird und dann sieht man die erstmal nie wieder. Fand ich ein bisschen fehl am Platz. Aber ansonsten fühlt es sich manchmal an wie ein bisschen Walking Dead. Ein bisschen zu sehr sogar, weil die Vampire halt zum Teil bessere Zombies sind. Also natürlich wissen sie, ey, wie braucht man, wie kann man eine Brechstange einsetzen und sowas. Das wissen sie schon, also Sachen, die Zombies nicht können. Aber mir ist es einfach manchmal, diese unteren Vampire, die nicht selbst denken können, sind einfach zu sehr wie Zombies, finde ich einfach. Ich finde, Vampire müssen schon irgendwie menschlicher sein, zumindest mehr in dieser Serie, weil es einfach oft so vorkommt, ey, wir haben jetzt mal versucht, Walking Dead nachzumachen. Und auch in der Story gibt es dann dadurch Logiklöcher, weil du siehst manchmal 50 Vampire über die Straße laufen und dann in der nächsten Szene geht es darum, dass keiner akzeptieren will, dass die Seuche da ist. Und ich denke, Alter, da ist gerade so ein Vieh durch ein komplettes Altersheim durchgejagt. Oder die sagen zum Teil sogar, ja, der ganze Wohnblock ist infiziert. Ja, wie? Und es gibt keinen, der da irgendwie was machen will. Selbst mit der Logik, die in der Serie ist, dass das jemand verhindern will, da gibt es auch einen in der Serie, auch ein sehr guter Charakter. Aber ist einfach, also selbst das kann ich nicht glauben, denn es müssten so viele gesehen haben, was da los ist und so. Und so viele ja abhauen eigentlich und in eine andere Stadt fahren und das berichten. Also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, beim besten Willen nicht. Ich finde das ein ziemlich großes Logikloch, aber wenn man darüber hinweg sieht, ist es auf jeden Fall okay. Und ansonsten kann man eigentlich nur sagen, es gibt dann noch ganz gute Charaktere, auf die man sich freuen kann. Und ich denke, das ist auch die Stärke der Serie, so ein bisschen mit auf Vampirjagd zu gehen und die zu begleiten. Das ist, finde ich, so mit die Stärke der Serie. Ansonsten alles, was beiläufig passiert, ist eher eine Schwäche, wie die Love Stories und all sowas. Das interessiert, glaube ich, kaum jemanden. Ansonsten ist noch interessant die Geschichte des Meisters, wie er entstanden ist und so in den Rückblicken. Und ja, auf jeden Fall, so könnte man das sehen. Und ja, deswegen bleibt mir eigentlich nur zu sagen, ich bereue es nicht, die Serie gesehen zu haben. Es ist aber auch keine Serie, wenn ihr nicht auf Vampire steht, dann glaube ich nicht, dass ihr in die Serie geht und sagt, oh, das ist mit eine der das ist mit Breaking Bad oder so, mit Sons of Anarchy eine der besten Serien oder so, sondern ich glaube, ihr müsst schon auf dieses Genre stehen, damit es euch gefällt. Wenn ihr auf das Genre steht, wird es euch gefallen. Wenn ihr nicht auf das Genre steht, wird es euch nicht gefallen, weil es einfach nicht genug außerhalb dieses Genres bietet, um allein interessant zu sein. Innerhalb des Genres bietet es, glaube ich, genug, um die Leute zu unterhalten, die auf Vampire stehen. Und ich meine nicht den schwulen Typ von Vampiren. Von daher kann ich nur sagen, wie gesagt, guckt es euch an. Schreibt dann in die Kommentare, was haltet ihr von The Strain? Zu welcher Serie soll ich als nächstes eine Kurzkritik machen? Also ich will dann nur wirklich 1,5-2 Staffeln von der Serie gucken und sagen, okay, das sind meine Erfahrungen mit der Serie. Breaking Bad und so wird es noch größere, also zu den großen Serien wie Sons of Anarchy, Breaking Bad, Game of Thrones, werde ich noch größere Reviews machen. Also bitte die ganz großen rauslassen, zu denen möchte ich noch größere Videos machen. Schreibt mir einfach, welche Serie, Fringe oder keine Ahnung, irgendwie was Kleineres, zu welcher ich kurz kritisieren soll. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Daumen hoch, Abo und schreibt in die Kommentare, was denkt ihr von The Strain und was haltet ihr von der Ausgabe. Und ja, falls ihr euch fragt, das neue Setting, ich bin bei meinen Eltern über Weihnachten und da
habe ich mir mal gedacht, ich schnapp mir meine Kamera und mache eine Kurzkritik zu The Strain, weil ich jetzt, denke ich, mehr als genug gesehen habe von der Serie. Ich werde sicherlich die Staffel noch zu Ende gucken und mache dann davon abhängig, ob ich sie noch weiter gucke. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung für Vampirfans. Und dann würde ich sagen, tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal.